Willkommen zum ersten Online-Beitrag im Rahmen des Schwerpunkts Transnationale Literatur an der Slawistik der Universität Wien. Wir beginnen die Auseinandersetzung mit der transnationalen Literatur über Fragen der Mehrsprachigkeit und Transkulturalität in slawisch-deutschen Texten. Ich freue mich sehr, dass Dr. Diana Hitzke von der Universität Gießen und der Universität Dresden sich bereit erklärt hat, uns ihr druckfrisches Buch vorzustellen, das den Titel trägt Nach der Einsprachigkeit, slawisch-deutsche Texte transkulturell. Es besteht die Möglichkeit, Fragen an Diana Hitzke zu stellen und ich möchte Sie bitten, diese an die am Ende des Videos eingeblendete E-Mail-Adresse zu senden. Und nun zum Vortrag Nach der Einsprachigkeit, Transkulturalität und Multilingualismus in Ost-, Süd- und Westslawischen Kontexten. Liebe Studierende, liebe Miranda, zunächst möchte ich mich für die Einladung zu einem Vortrag an der Südslawistik der Universität Wien bedanken. Aufgrund der derzeitigen Situation findet der Vortrag online statt. Ich möchte Sie jedoch dazu einladen, mir Ihre Fragen nach dem Vortrag zuzuschicken. Ich beantworte sie dann per E-Mail oder vielleicht auch in einem Folgevideo. Vom Monolingual Paradigm zur Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit. Auch wenn es zunächst kontraintuitiv klingen mag, ist nach Yasemin Yildiz nicht Mehrsprachigkeit, sondern Einsprachigkeit eine relativ neue Erscheinung. Anders als viele Studien, die damit argumentieren, dass Mehrsprachigkeit durch Globalisierung oder Migration verstärkt in unser Bewusstsein gerät, führt Yasemin Yildiz aus, dass gerade Mehrsprachigkeit weit verbreitet ist, während die Einsprachigkeit historisch betrachtet ein relativ junges Phänomen darstellt, das sich seit dem 18. Jahrhundert in Europa zunehmend durchgesetzt hat. Dabei geht es hier nicht nur darum, ein- und mehrsprachige Lebenswelten einander gegenüberzustellen, sondern darum, Einsprachigkeit als ein wichtiges Strukturprinzip herauszuarbeiten. Zitat: According to this paradigm, individuals and social formations are imagined to possess one true language only, their mother tongue, and through this possession to be organically linked to an exclusive, clearly demarcated ethnicity, culture and nation. Zitat Ende. Yildiz führt aus, dass an der Produktion der Einsprachigkeit als vorherrschendem Paradigma vor allem Bildungsinstitutionen beteiligt sind, die darauf zielen, eine einsprachige Bevölkerung hervorzubringen. Das Einsprachigkeitsparadigma sei dabei eng mit dem Konzept des Nationalstaats verbunden. Yildiz setzt die Erfindung der Einsprachigkeit zeitlich an die Wende zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert an und verbindet dies vor allem mit dem Konzept der Muttersprache, das durch Johann Gottfried Herder, Wilhelm von Humboldt und Friedrich Schleiermacher propagiert worden sei. Auch Niels Hinnack-Schulz hebt die Bedeutung von Herder und Fichte für sprachnationalistische Diskurse hervor. Zitat: Sowohl bei Herder als auch bei Fichte findet man die Idee von der Nation als Organismus mit kollektiver Seele und kollektivem Charakter. Sprache wird als natürlicher Ausdruck der Volksseele betrachtet, dessen vornehmstes Merkmal die Nationalsprache sei. Die Sprache ist, so Herder, ein Mittel, nach innen zu vereinen, den Zusammenhalt zu stärken und nach außen abzugrenzen, zu unterscheiden. Die Nation wird als Familie gesehen, die über gemeinsame Vorfahren, Eigenschaften und Ziele verfügt. Zitat Ende. Muttersprachen. Unabhängig davon, wie Sprachen kulturpolitisch gewertet werden, transportiert vor allem das Konzept der Muttersprache Vorstellungen, die von Herder, Fichte, Humboldt, Schleiermacher und anderen deutschen Denkern entwickelt und verbreitet worden sind und die seither, trotz aller Kritik am Begriff der Nation, fortbestehen. So stehe, wie Yildiz ausführt, der Begriff der Muttersprache bis heute für, Zitat, a unique, irreplaceable, unchangeable biological origin that situates the individual automatically in a kinship network
and by extension in the nation. Zitat Ende. Auch wenn der Begriff in der Mehrsprachigkeitsforschung oft problematisiert wird, wird er dennoch von vielen Forschenden weiterverwendet. Es ist vielleicht erwartbar, dass die von Schulz thematisierten sprachnationalistischen Diskurse im 19. Jahrhundert die Verbindung zwischen Sprache und Nation instrumentalisieren. Yildiz weist jedoch nach, dass sich auch im 20. und 21. Jahrhundert das Beharren auf der Vorrangstellung einer einzigen ersten Sprache hartnäckig hält. Gerade in Bezug auf die Literatur, in der mehrsprachig Schreibende immer noch Verwirrung stiften, hält sich die romantische Vorstellung, dass die Muttersprache die Quelle literarischen Schaffens sei. Brigitta Busch und Thomas Busch haben eine Reihe von Textstellen zusammengetragen, in denen sich mehrsprachige Autorinnen wie Ilma Racusa oder Elias Canetti zu der oder den Sprachen ihrer Kindheit äußern. Dabei zeigen sich ganz unterschiedliche Facetten der Verbindung von Sprache, der Verbindung zwischen Sprache, Kindheit und den Eltern. Muttersprache, sofern es überhaupt nur eine gibt, ist dabei nicht immer die Sprache, die mit Zuneigung und Vertrauen verbunden wird. Yildiz zeigt in ihren ausführlichen Analysen der Texte von Franz Kafka, Yoko Tawada und Emine Sefki Özdamer, dass Mehrsprachigkeit ein konstitutiver Faktor für das Schreiben sein kann. Dennoch hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass AutorInnen nur in ihrer zuerst erlernten Sprache schreiben könnten und dass Literaturgeschichten einsprachig sein müssten. Letzteres muss nicht unbedingt an der mangelnden Einsicht der Forschenden liegen, sondern lässt sich, wie Jürgen Joachimsthaler eindrücklich darlegt, auch als Darstellungsproblem von Literatur betrachten. Mehrsprachigkeit in der Literaturwissenschaft. Nicht nur die literarischen Texte selbst thematisieren Mehrsprachigkeit. Auch in der Forschung finden sich Positionen, die nicht davon ausgehen, dass Einzelsprachlichkeit die Grundlage von Mehrsprachigkeit ist. Mehrsprachige Texte sind oft Gegenstand einer Forschung, die sich als interdisziplinär versteht und im Dialog zwischen verschiedenen Philologien und anderen Disziplinen diskutiert wird. Beispiele für mehrsprachige Texte und literaturwissenschaftliche Zugänge dazu lassen sich in verschiedenen Publikationen finden. All diese verschiedenen Arbeiten belegen, dass keineswegs Einsprachigkeit vorausgesetzt werden muss, damit, wie Eva Gollen behauptet, Zitat, das Feld der Verflechtungen, der Übersetzungen, wechselseitigen Beeinflussungen und intertextuellen Bezüge überhaupt beobachtbar wird. Zitat Ende. Natürlich lässt sich zum Beispiel russischsprachiges Vokabular in englischsprachigen Texten als solches erkennen, weil Russisch und Englisch als Sprachen voneinander unterschieden werden. Mehrsprachige Texte verfahren allerdings oft um einiges subtiler. Gerade durch ihre Lektüre wird sichtbar, dass Standard- und Nationalsprachen kulturelle Konstrukte sind. Es gibt darüber hinaus Privatsprachen, unterschiedliche Sprachen der DichterInnen, Dialekte, ältere Sprachschichten, regionale Varietäten und so weiter. Nicht nur linguistische, sondern auch politische, psychologische, kulturelle und wirtschaftliche Faktoren bestimmen mit, ob Sprachen als einander nah oder fern, als ähnlich oder verwandt verstanden werden. Auch aus philosophischer Sicht ist die Grenze zwischen einzelnen Sprachen und die Möglichkeit von Einsprachigkeit in Frage gestellt worden, so zum Beispiel von Jacques Derrida. Um die Vielfalt von Sprachen erkennen zu können, muss keineswegs die Unterscheidbarkeit einzelner Sprachen vorausgesetzt werden. Sie lässt sich auch an Übersetzungs- und Verflechtungsprozessen festmachen, sofern Kultur als Übersetzung im Sinne Bachmann-Medigs verstanden wird. Methodischer Nationalismus. Andreas Wimmer und Nina Glick-Schiller haben in ihrem vielbeachteten Aufsatz Methodological Nationalism and Beyond
Nation State Building, Migration and the Social Sciences, darauf hingewiesen, dass sich Nationalismus auch in den Methoden, in den impliziten Annahmen und Voraussetzungen sowie in der institutionellen Organisation eines Faches zeigen kann. Zitat: "We are designating as methodological nationalism the assumption that the nation, state, society is the natural social and political form of the modern world." Durch diese Vorannahme werde in der Forschung die Perspektive der Nation bevorzugt und unterschiedlichste Phänomene in der Welt würden dadurch nur einseitig erfasst. Die AutorInnen beschreiben in diesem Zusammenhang drei Formen des Nationalismus. Zitat: "Ignorance, Naturalization and Territorial Limitation. The three modes intersect and mutually reinforce each other, forming a coherent epistemic structure, a self-reinforcing way of looking at and describing the social world. The three variants are more or less prominent in different fields of inquiry. Ignorance is the dominant modus of methodological nationalism in grand theory, naturalization of normal empirical science, territorial limitation of the study of nationalism and state building." Methodischer Nationalismus kann demnach auch vorliegen, wenn nicht explizit nationalistisch oder für die Nation argumentiert wird. Die drei beschriebenen Varianten wirken subtiler. Zum einen werde ignoriert bzw. nicht mitreflektiert, wie stark das Konzept der Nation gesellschaftliche Entwicklungen und Theorien darüber prägt. Dies führe dazu, dass die Gesellschaft als Nationale naturalisiert wird, das heißt, die Gebundenheit vieler Diskurse an das Konzept der Nation wird nicht reflektiert oder es wird zum Beispiel nicht zwischen Staat und Nation unterschieden. Des Weiteren würden nationale Gemeinschaften immer wieder zum Objekt der Analyse, wodurch Differenzierungen und Abgrenzungen nicht nur ständig gefestigt, sondern auch produziert würden. Wird das Konzept der Nation einfach durch Sprache ersetzt, werden sich implizit oder explizit einige hiermit angedeutete Probleme wieder einschleichen, die nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden sollten. So produzieren Konzepte wie Nation und Kultur immer auch Ausschlusskriterien bzw. Ausschlüsse. Sprache ist in dieser Hinsicht keinesfalls unschuldig. Werden durch die imaginierte Einzelsprachlichkeit der Literatur und Philologie, also einerseits anderssprachige Literaturen ausgeschlossen, wird andererseits die gemeinsamkeitsstiftende Wirkung von Sprache überschätzt. Selbst wenn die Grundlage der Anglistik allein die englische Sprache wäre, müsste sich das Fach dennoch völlig verschiedene kulturelle Kontexte und historische Konstellationen erschließen. Beispielsweise, wenn zu postkolonialen indischen oder afrikanischen Texten, zu amerikanischen Texten des 19. Jahrhunderts oder etwa zu moderner britischer Lyrik geforscht wird. Dass Texte in derselben Sprache geschrieben sind, ist nur einer von vielen Faktoren. Textkonstellationen lassen sich auch nach thematischen oder regionalen Kriterien analysieren. Die Texte können dabei in verschiedenen Sprachen verfasst sein. So haben Forschende, die sich etwa mit portugiesisch- oder französischsprachigen postkolonialen Texten aus Afrika beschäftigt haben, sicher einen besseren Zugang zu englischsprachigen Texten aus derselben Region als ein Anglist oder eine Anglistin, der oder die sich zuvor nur mit Shakespeare beschäftigt hat. Die postkolonialen Literaturen bilden, über Sprachgrenzen hinweg, einen Forschungsgegenstand. Grundlage einer solchen Literaturwissenschaft ist nicht ihre Einzelsprachigkeit, sondern ihre Mehrsprachigkeit und Transkulturalität. Von der Einzelsprachlichkeit zur Postmonolingual Condition. Doch selbst wenn eine dialogische, mehrsprachige Perspektive wünschenswert ist, sind Forschende bzw. Studierende nicht mit dem Erlernen mehrerer Sprachen überfordert? In Deutschland lernen SchülerInnen bis zum Abitur normalerweise zwei Fremdsprachen. Dies entspricht den Zielen der EU-Sprachenpolitik, zu denen gehört, dass jeder
europäische Bürger zusätzlich zu seiner Muttersprache zwei weitere Sprachen beherrschen sollte. Dazu kommt, dass nicht jede und jeder nur eine Muttersprache hat. In Europa, Zitat, gibt es über 300 europäische Minderheiten und jeder siebte Europäer gehört einer autochthonen Minderheit an oder spricht eine Regional- oder Minderheitensprache. Zitat Ende. Mads Rosendahl-Thomsen reflektiert die ältere Übereinkunft, nach der KomparatistInnen 4 bis 5 Sprachen beherrschen müssten, davon eine nicht-indoeuropäische, um dann auf folgendes Problem hinzuweisen. Zitat. In the present system of education, there's rarely time for people to learn more than 2 or 3 foreign languages, and even if they did, this would represent only a fraction of the world's languages. Zitat Ende. Während also an den Universitäten das Erlernen mehrerer anderer Sprachen zum Problem wird, ist Mehrsprachigkeit andererseits überall präsent. Mehrsprachigkeit ist längst nicht mehr als Privileg einer ökonomisch gut gestellten Bildungselite zu denken. Beispiele dafür lassen sich in verschiedenen literarischen Texten finden. So ist etwa Farouk, Betreiber eines Internetladens und Gesprächspartner des Protagonisten, in Teju Cole's Open City wie selbstverständlich mehrsprachig. Zitat, er sprach Französisch, Arabisch, Englisch. Mit einem Mann, der nach Kolumbien telefonieren wollte, wechselte er ein paar Worte Spanisch. Er konnte schnell einschätzen, welche Sprache für welchen Kunden angemessen war. Zitat Ende. Andere literarische Texte machen darauf aufmerksam, dass Mehrsprachigkeit auch zum Mittel sozialer Distinktion werden kann. Olga Krasnova etwa beschreibt in Der Russe ist einer, der Bilden liebt, dass Mehrsprachigkeit oft nur in Bezug auf bestimmte Sprachen erwünscht ist. Mehrsprachigkeit ist demnach nicht nur in der uns umgebenden Welt präsent, sie prägt auch die Literatur. Mehrsprachigkeit aus sprachwissenschaftlicher Perspektive. Chiara Messina unterscheidet aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, Zitat, 4 Arten der Mehrsprachigkeit: individuelle, soziale, territoriale und institutionelle Mehrsprachigkeit. Zitat Ende. Gerade im Hinblick auf die individuelle Mehrsprachigkeit gäbe es enge und weite Definitionen. Differenziert werde meist in Bezug auf den Spracherwerb, also im Kindesalter, im Kleinkindalter, mit oder ohne formalen Unterricht, und auf die Sprachkompetenz, symmetrisch versus asymmetrisch. Soziale Mehrsprachigkeit wird als zweckgebunden beschrieben und überschneidet sich zum Teil mit der institutionellen Mehrsprachigkeit, die etwa in der EU-Verwaltung vorherrscht. Als Beispiel für die territoriale Mehrsprachigkeit nennt Messina die Stadt Brüssel. Auch wenn Brüssel zu den Städten gehört, in denen es mehrere Amtssprachen gibt, so lässt sich fragen, ob nicht jede Stadt als prinzipiell mehrsprachig beschrieben werden kann. Dennoch ist der territoriale oder der sozial- bzw. kulturgeografische Faktor als Beschreibungskriterium wichtig. So gibt es Regionen und Städte, die traditionell mehrsprachig geprägt sind, aber auch transitorisch von Mehrsprachigkeit geprägte Räume wie zum Beispiel Flughäfen oder Unterkünfte für Geflüchtete. Verknüpfungen von Sprache und kultureller Hegemonie. Den Verknüpfungen von Sprache und kultureller sowie politischer Hegemonie geht Jürg Roche in seinem Artikel zu Leitkultur und Leitsprache nach. Roche sieht Monolingualität und Monokulturalität vorwiegend aus kritischer Perspektive und betont, dass sie zu Beschränkungen und Anpassungen führen. Dabei hebt er hervor, dass, Zitat, internationale Verkehrssprachen wie das Arabische, das Griechische, das Lateinische, das Deutsche, das Russische oder andere Gelehrten- und Wissenschaftssprachen meist nur für eine begrenzte Dauer bestimmte Funktionen erfüllen, sich dann aber auch zunehmend entwicklungshemmend auf die Wissenschaften auswirken. Zitat Ende. Er verweist auf rigide Sprachgesetze etwa in Kanada oder zeigt am Beispiel Finnlands, dass das Russische dort trotz der im Vergleich zum Schwedischen höheren Zahl an Sprechenden anders als letzteres nicht als Minderheitensprache anerkannt ist. Für Afrika stellt Roche fest, Zitat, dort sind Länder mit vielen gleichberechtigten Nationalsprachen nichts Ungewöhnliches,
zum Beispiel 11 in Südafrika und 10 in Nigeria von 500 dort verwendeten Sprachen. Zitat Ende. Dennoch seien die ehemaligen Kolonialsprachen Englisch, Französisch und Portugiesisch als Leitsprachen weiterhin so prägend, dass eine Differenz zwischen dem in diesen Sprachen vermittelten Wissen und der Kommunikation in den autochthonen Sprachen bestehen bleibt. Avizet widmet sich der Mehrsprachigkeit aus ethischer Perspektive und beleuchtet folgende Apologie. Zitat: Die prinzipielle Wertschätzung sprachlicher Diversität widerspricht der ethischen Zielsetzung kommunikativer Verständigung. Zitat Ende. Ein Spannungsverhältnis besteht nicht nur zwischen der faktisch existierenden Mehrsprachigkeit und der Utopie oder je nach Sichtweise auch Dystopie einer Universalsprache, in der weltweite Verständigung möglich wäre. Die von Sepp formulierte Aporie berührt auch die unlösbare Aufgabe, ein Gleichgewicht zwischen dem Bedürfnis nach individuellem Ausdruck und dem gleichzeitigen Wunsch, verstanden zu werden, zu finden. Dieses Problem, das auf eine Diskussion zwischen den Polen maximaler Nichtverständigung bzw. Unübersetzbarkeit und maximaler Verständigung in einer Universalsprache zugespitzt werden kann, findet sich in anderer Form in Übersetzungsdiskursen wieder, wo es darum geht, ob Verständnis dadurch erreicht wird, dass die Übersetzung stilistisch und auch kulturell der eigenen oder der anderen Sprache folgt. In Bezug auf Literatur spitzen sich solche Fragen weiter zu. Gilles Deleuze vergleicht zum Beispiel die Sprache der Literatur mit einer Fremdsprache. Zitat: Der Schriftsteller erfindet, wie Proust sagt, innerhalb der Sprache eine neue Sprache, eine Fremdsprache gewissermaßen. Zitat Ende. Born Translated. Rebecca Wolkowitz geht in ihrer Studie dem relativ neuen Phänomen nach, dass Übersetzungen literarischer Texte oftmals gleichzeitig mit dem Erscheinen des Buches in der Originalsprache veröffentlicht werden. Zitat: But many books do not appear at first only in a single language. Instead, they appear simultaneously or nearly simultaneously in multiple languages. They start as world literature. Of course, long before the 21st century, there were literary works that traveled from their first languages into multiple languages, geographies, and national editions. Yet these travels were relatively slow and initially confined to regional distribution. Zitat Ende. Nun geht es Wolkowitz nicht nur darum, diesem Phänomen aus marktwirtschaftlicher Perspektive nachzugehen, sie sucht auch nach textimmanenten Begründungen dafür. Ihr Punkt ist nicht die bloße Feststellung, dass immer mehr Bücher immer schneller übersetzt werden, sondern die These, dass viele Bücher von Anfang an so geschrieben werden, dass sie übersetzt werden können. Zitat: They have been written for translation from the start. Zitat Ende. Literatur, die als born translated bezeichnet werden kann, meint daher solche Werke, für die Übersetzung nicht etwas nachgeordnet ist, sondern Literatur, für die, Zitat, Translation is Medium and Origin, Zitat Ende, und als Produktionsbedingung fungiert. Wolkowitz untersucht daher Texte auch auf die Frage hin, wie Übersetzung die narrative Struktur des Gegenwartsromans prägt und strukturiert. Zitat: In born translated novels, translation functions as a thematic, structural, conceptual, and sometimes even typographical device. These works are written for translation, in the hope of being translated, but they are also often written as translations, pretending to take place in a language other than the one in which they have in fact been composed. They are also frequently written from translation. Pointing backward as well as forward, they present translation as a spur to literary innovation, including their own. Zitat Ende. Beispiele aus Ost-, West- und südslawischen Kontexten. Nachdem ich im ersten Teil des Vortrags theoretische Aspekte von Mehrsprachigkeit beschrieben habe
möchte ich mich im zweiten Teil des Vortrags verschiedenen literarischen Beispielen widmen. Alexander Tischmas Novi Sad als mehrsprachige und heterogene Stadt. Alexander Tischma ist ein mehrsprachiger Autor. Er wächst zweisprachig mit Serbisch und Ungarisch auf, lernt seit dem Kindesalter Deutsch, später auch Englisch und Französisch. Seine Werke sind geprägt von der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in der Vojvodina. Seine Figuren sind mehrsprachig oder sie gehören verschiedenen Nationalitäten und Kulturen an. Eine Lektüre von Upotreba Čovika vor dem Hintergrund von Mehrsprachigkeit lässt sich einerseits textimmanent begründen, da die ProtagonistInnen sich im Deutschunterricht kennenlernen. Andererseits spricht dafür, dass Tischma, auch wenn er nur auf Serbisch schreibt, ein mehrsprachiger Autor ist und er als jemand rezipiert wird, der über eine mehrsprachige, heterogene Region schreibt. So ordnet Franz Huterer Tischma in eine Reihe von Autoren ein, die von den Rändern her schreiben. So etwa Zitat Czesław Miłosz, Elias Canetti, Josef Roth, Manish Berber und Bruno Schulz, Zitat Ende. Huterer betont Tischmas Stellung als mitteleuropäischer Autor. Laszlo Wegel beschreibt Tischma wiederum als Schriftsteller aus Novi Sad, einer Stadt, die dem Niemandsland zuzuordnen sei. Zitat: Dieses Niemandsland ist ein großes Territorium in Europa, in dem all diejenigen leben, die über eine äußerst komplexe Identität verfügen. Alexander Tischma Upotreba Čovika beschreibt das Leben dreier unterschiedlicher Protagonisten, Protagonistinnen, Zredoje, Milinko und Vera. Sie lernen sich in Deutschkursen kennen und befreunden sich miteinander. Das Tagebuch ihrer Deutschlehrerin Anna Drenfenschek spielt eine zentrale Rolle. Es leitet in den Roman ein und bildet auch dessen Abschluss. Selbst wenn alle drei zusammen den Deutschunterricht besuchen und ihre Beschäftigung mit der deutschen Sprache eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen darstellt, so haben sie doch ganz unterschiedliche Gründe dafür und sie entstammen auch völlig verschiedenen soziokulturellen Hintergründen. Skedojis Vater, Nemanja Lazukic, hasst die deutsche Sprache und die in der Vojvodina angesiedelten Deutschen empfindet er als seine Feinde. Lazukic ist ein Zuwanderer aus Serbien, er versteht kein Deutsch, ihn stören Deutsche und Ungarn gleichermaßen, letztere hält er aber für ungefährlich. Zitat Mađare ćemo, govorioje, bojsti za doručak, Zitat Ende. Die Ungarn, pflegte er zu sagen, verputzen wir zum Frühstück. Er beobachtet die Aktivitäten der Deutschen mit Hass und Zitat unutrašnjo misijom da posilbjuje, Zitat Ende. Versteht sich also als erklärter Missionar des Serbentums. Sein Sohn Svedoje soll zum Unterricht beim Fräulein gehen, um die Deutschen auszuspionieren. Robert Kroner schickt seine Tochter Vera dorthin, Zitat, Zato što je Njemački, upravo lokalni švabski, bio njegovoj deci, materni jezik, kao uostalom njemu jidisch, Zitat Ende. Weil das Deutsche, eigentlich das lokale Schwäbische, die Muttersprache seiner Kinder war, sowie für ihn das Jiddische. Seine nicht-jüdische deutsche Frau entstammt nicht derselben gebildeten Schicht wie Kroner, für den die deutsche Sprache, auch aufgrund eines vierjährigen Aufenthaltes in Wien, die deutsche Literatur und Kultur symbolisiert. Milinko schließlich hört von seinem Freund Skedoje von den Deutschstunden. Er ist sehr wissbegierig und seiner Mutter erscheint der Deutschunterricht fortschrittlich und als ein Mittel des sozialen Aufstiegs. In den Deutschstunden treffen die beiden auf Vera Kroner. Milinko und Vera werden daraufhin ein Paar, auch Sredoje und Vera verstehen sich sehr gut. Einerseits werden individuelle Personen und Familien, andererseits unterschiedliche Haltungen in Bezug auf die verschiedenen Nationen, Kulturen und Religionen geschildert. Auch die sozialen Zugehörigkeiten werden thematisiert. Die Stadt Novi Sad wird als multinationaler, mehrsprachiger Ort beschrieben und durch die Auswahl der Figuren kommen verschiedene nationale, kulturelle und sprachliche Welten miteinander in Berührung. Dadurch wird Literatur bei Tischma zu einem Medium, das das Hybride, aber auch das Nebeneinander und Gegeneinander in einer Stadt mit einer heterogenen Bevölkerung spiegelt.
Das Konfliktpotenzial in der Gesellschaft wird bei ihm jedoch nicht durch das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen bzw. Nationen erklärt und ebenfalls nicht durch gegenseitig vorgebrachte TäterInnen- und Opfernarrative, sondern vielmehr durch die Bereitschaft zur Gewalt, die sich sowohl bei jedem und jeder Einzelnen als auch in der Gesellschaft findet. Von Übersetzungsprozessen und Dolmetschern in den Texten der Gegenwart. In slawisch-deutschen Texten der Gegenwartsliteratur wird Übersetzung auf ganz unterschiedliche Art und Weise thematisiert. Während Barbie Markovic 2006 erschienener Text Isaginia ein Remix von Thomas Bernhards Gehen auf Übersetzung beruht und sich im Sinne von David Damrosch Verständnis von Weltliteratur als Zitat Mode of Circulation and of Reading Zitat Ende verstehen lässt, wählt Olga Gersnova in ihrem Roman Der Russe ist einer, der Birken liebt, einen anderen Zugang zum Thema Übersetzung und Übersetzbarkeit, indem sie eine Dolmetscherin zur Protagonistin macht. Dolmetscherinnen als Protagonistinnen finden sich auch in Irina Brezhnas Die undankbare Fremde von 2012 und in Mascha Davids Reibungsverluste von 2017. Im Jahr 2006 veröffentlichte Barbie Markovic ihre Erzählung Isaginia, die 2009 unter dem Titel Ausgehen in deutscher Übersetzung erschienen ist. Der Titel deutet bereits an, welcher Text hier ab und umgeschrieben wird, nämlich Thomas Bernhards Gehen. Mit einer Technik, die Markovic selbst als Remix bezeichnet, schreibt sie einen Paralleltext zu der Vorlage von Bernhard. Übernommene und variierte, umgedeutete bzw. umgeschriebene Stellen wechseln einander ab. Der Unterschied zwischen den Verfahren der Übersetzung und der Adaption verschwimmt jedoch, da Isaginia im Serbischen entsteht, sodass nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, ob einige Stellen nur frei übersetzt oder bereits variiert worden sind. Dieser Unterschied wird in der deutschen Übersetzung wieder eingeebnet, denn hier lässt sich abgleichen, was identisch ist und was variiert wurde. Das Verhältnis von Isaginia zu Gehen unterscheidet sich von dem zwischen Ausgehen und Gehen dadurch, dass im ersten Fall zwei Sprachen beteiligt sind, aber im zweiten Fall nur eine. Während sich in der gleichen Sprache Identität zwischen zwei Textstellen zweifelsfrei feststellen lässt, so ist ein übersetztes Zitat nicht eindeutig erkennbar. Paradoxerweise sind jedoch beide Texte Isaginia und Gehen übersetzte Texte. Neben der Übertragung von Bernhards Sprache ins Serbische finden in Isaginia auch andere Transformationen statt. Wien wird zum Nachkriegsbelgrad, die Innenanstalt wird zum Stumpf vor dem Fernseher sitzen, die älteren Männer werden zu jüngeren Frauen und das Spazierengehen wird zum Clubbing. In Bernhards Text ist Kara verrückt geworden und sofort nach Steinhof in die Psychiatrie hinaufgekommen, das war ein Zitat, in Isaginia hat Bojana genug vom Clubbing und landet vor dem Fernseher. Eine Zitat, Unterhaltung über Wittgenstein, Zitat Ende. Bei Bernhard wird zu, Zitat, Diskussion über die Postmoderne, Zitat Ende, bei Markovic. Gehen wird in Isaginia vergegenwärtigt, auch wenn es zu einer ganz anderen Geschichte umgewandelt wird. Aus dieser Perspektive ist Isaginia nicht so sehr ein Text, der die Relevanz von Bernhards Werk für die Gegenwart behauptet, sondern es geht eher um die Bewegung und Verschiebung seines spezifischen Ausdrucks, seiner unverkennbaren Syntax und seiner speziellen Weltsicht an andere Zeiten und Orte. Der Raum zwischen den Texten und der Prozess der Übersetzung gewinnen aus dieser Perspektive an Bedeutung. Aus Bernhards Gehen wird Isaginia bzw. ausgehen. Die Übertragung, die eine Übersetzung im weitesten Sinne ist, wird im Titel durch ein Verb der Bewegung angedeutet. Gehen, Isaginia, ausgehen. Die Bewegung und Überschreitung ergibt sich in diesem Fall nicht zwischen zwei voneinander abgegrenzten Kulturen und Sprachen, sondern Gehen wird als eine Bewegung sichtbar, die sich zu Isaginia, ausgehen, entwickelt. Es entfaltet sich ein Raum zwischen verschiedenen Sprachen, Orten und Zeiten, der durch das Übersetzen und durch die Zirkulation entsteht. Übersetzung als Transkonzept. Olga Gersnovas Der Russe ist einer, der Birken liebt. In Gersnovas Der Russe ist einer, der Birken liebt von 2012
Ist Übersetzung nicht nur ein metaphorisches Konzept, an dem sich Verknüpfungen zwischen verschiedenen linguistischen, kulturellen und territorialen Verortungen aufzeigen lassen? Die Protagonistin Mascha spricht verschiedene Sprachen und bewegt sich zwischen verschiedenen Orten und Ländern. Die Mehrsprachigkeit der Protagonistin erklärt sich nicht allein aus ihrem familiären Hintergrund oder aus ihrer Migrationsgeschichte. Eine wichtige Rolle spielt hier das Lernen von Sprachen. Ein Aspekt, der in anderen Texten oft nur als Begleiterscheinung der Migration eine Rolle spielt. Mascha verbringt sehr viel Zeit mit dem Lernen von Sprachen und dem Lesen von Wörterbüchern. Zitat: Ich war diszipliniert und hungrig nach Erfolg. In der Schule hatte ich Englisch, Französisch und ein wenig Italienisch gelernt. Anschließend war ich für ein Jahr als Au-pair nach Frankreich gereist, um mein Französisch zu perfektionieren. Danach hatte ich mich für ein Dolmetscherstudium eingeschrieben und in meiner Freizeit Italienisch, Spanisch und ein bisschen Polnisch gelernt. Aber für die slawische Sprachgruppe konnte ich mich nie sonderlich begeistern. Trotzdem habe ich ein Auslandssemester an der Lomonossow-Universität in Moskau und Praktika bei internationalen Organisationen in Brüssel, Wien und Warschau gemacht. Zitat Ende. Nach einer langen Reise durch Frankreich, Italien, Spanien, Marokko, Ägypten und durch die Türkei schreibt sie sich für ein Doppelstudium ein. In, Zitat, zwei Masterprogramme, Dolmetscherwissenschaften und Arabistik, Zitat Ende. Darüber hinaus spricht sie Aserbaidschanisch, Russisch und Deutsch, die Sprachen des Ortes, an dem sie geboren wurde, nämlich Baku, und des Ortes, an dem sie nun lebt, nämlich Frankfurt. Da das Übersetzen und das Lernen von Sprachen in diesem Text nicht an die Familie oder die Migration gebunden sind, tragen sie zur Dekonstruktion von Vorstellungen bei, die Sprache, Nation und Kultur als Einheit imaginieren, die nur im Fall von Migration oder transkulturellen Familien aufgebrochen wird. Unterschiedliche Sprachen, Orte und Menschen verknüpfen sich in Maschas Leben miteinander, ohne dass die in der Kindheit erworbenen Sprachen Russisch und Aserbaidschanisch dabei eine größere Rolle spielen. Hier wird keine Bindung an die Muttersprache konstruiert, sondern Sprachpraxis als zentrales Moment ausgemacht. Immer wieder gerät Mascha in Situationen, in denen sie mit starren Kategorien und stereotypen Vorstellungen konfrontiert wird, denen sie nicht entspricht. So bekommt sie etwa auf dem Flughafen in Israel Probleme, weil sie kein Hebräisch spricht, aufgrund ihres Studiums aber in der Lage ist, Arabisch zu sprechen. Die, Zitat, Aufkleber mit den arabischen Schriftzeichen auf ihrer Tastatur, Zitat Ende, der Umstand, dass sie in ihrem Gepäck, Zitat, kaum Kleidung dafür, aber viele Wörterbücher dabei hatte, weckte Misstrauen, Zitat Ende. Auch in ihrem privaten Umfeld irritiert diese Tatsache. Zitat, du sprichst Arabisch? Fragte mich Ori. Ja, antwortete ich. Wieso? Fragte Tal. Was heißt hier wieso? Sagte ich. Du sprichst Arabisch, aber kein Hebräisch? Ist doch seltsam, sagte sie. Was macht es für einen Sinn, eine so kleine Sprache wie Hebräisch zu lernen, wenn ich eine UN-Sprache haben kann? Zitat Ende. Hier werden nicht nur Hegemonieverhältnisse zwischen den Sprachen angesprochen, sondern es klingt auch durch, dass Mascha persönliche Motive, dem Zweck, eine Karriere als Übersetzerin für die UN anzustreben, unterordnet. Gleichzeitig ist dieses Streben, die Disziplin und Motivation zum Lernen mehrerer großer Sprachen auch von dem Wunsch geprägt, nicht mehr am Rand, sondern im Zentrum zu stehen. Sie dolmetscht Russisch und Französisch und spricht somit vier der sechs UN-Sprachen. Die Texte von Markowitsch und Krasnova bieten ganz unterschiedliche Perspektiven auf Übersetzung und auf das Dolmetschen. Bei Markowitsch zeigt sich, wie sehr die Prozesse der Übersetzung und der Zirkulation miteinander verbunden sind. Bei Krasnova ist die Dolmetscherin weniger als Vermittlerin zwischen verschiedenen Sprachen präsent, sondern vielmehr als Person, die Erfahrungen in vielen Ländern und mit unterschiedlichen Sprachen gesammelt hat und sich mit ihrer eigenen Lebensgeschichte auseinandersetzt. Der Roman wird zugespitzt auf den Konflikt zwischen einer monolingualen Welt und einer mehrsprachigen, transkulturellen Person. Mehrsprachigkeit und Transkulturalität bei Olga Martynova. Ein weiteres Beispiel für mehrsprachiges und transkulturelles Schreiben ist Olga Martynova. Sie schreibt Prosa auf Deutsch und Lyrik auf Russisch. Sie wirkt als Kritikerin, Essayistin und Rezensentin und ist in der deutschsprachigen Literaturszene spätestens seit der Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises im Jahr 2012 gut verankert.
Mehrsprachigkeit lässt sich einerseits bezogen auf ihr Werk feststellen, andererseits sowohl in manifester als auch in latenter Form in einzelnen Texten. Es gibt nicht nur zahlreiche intertextuelle Bezüge und Verweise auf transkulturelle Verflechtungen, die Figuren sprechen auch mehrere Sprachen, sie bereisen unterschiedliche Länder und leben in und zwischen verschiedenen Kulturen. An dieser Stelle möchte ich auf Martinovas Prosawende Sogar Papageien überleben uns von 2010 und Mörikes Schlüsselbein von 2013 eingehen. Verflechtungen ergeben sich in beiden miteinander zusammenhängenden Büchern nicht nur durch die Personenkonstellation, so etwa durch die Beziehung zwischen der in Russland geborenen Protagonistin Marina mit dem deutschen Andreas sowie durch ihre amerikanischen und französischen Freunde, sondern auch durch die zahlreichen Anspielungen auf die Geisteskultur und Kunstgeschichte zwischen Russland und Europa. In Martynovas Texten findet sich eine große Vielfalt an manifester und latenter Mehrsprachigkeit. Die meisten Sprachen werden wohl im Kontext der Spionagestory in Mörikes Schlüsselbein erwähnt und gesprochen. Dort ist John in einem Projekt im Einsatz, dessen Sinn und Zweck es ist, dass er, nachdem er an einem ihm unbekannten Ort ausgesetzt wurde, wieder zurückfindet. Er landet, nachdem er betäubt wurde, in einer mehrsprachigen Gemeinschaft, die nach einem anderen Zeitkonzept lebt. In dieser Szene werden mehrere Sprachen explizit genannt. Zitat: Ein älterer Mann fragte ihn auf Russisch, ob er Hunger habe. John unterdrückte den Schluckreflex und überlegte, ob er verraten sollte, dass er des Russischen mächtig war. Der Mann schnalzte und pfiff einem anderen Mann, der John auf Englisch fragte, ob er Hunger habe. Das fand John schon lustig und schwieg weiter, wenn auch gegen den schneidenden Anspruch seines Magens. Den zweiten Mann löste einer mit derselben Frage auf Deutsch ab. Dann kam jemand mit: John riet Chinesisch. Dem folgte einer mit einer nach nichts bekanntem klingenden Sprache. Dann kam einer mit Französisch, dann einer mit Spanisch, dann einer mit vielleicht Arabisch. Zitat Ende. Hier wird explizit eine mehrsprachige Gemeinschaft beschrieben, in der die Figuren in unterschiedlichen Sprachen sprechen. Die Lesenden erfahren dies jedoch nur auf latenter Ebene. Es gibt auch zahlreiche Stellen manifester Mehrsprachigkeit, so etwa in der folgenden Szene. Zitat: Can I have an ashtray, please? Sagte Fjodor. Diese Bitte gehörte zur engen Auswahl an Dingen, die er in fast jeder westlichen Sprache ausdrücken konnte. Zitat Ende. Auch in Szenen, die in New York spielen, wird öfters ein englischer Ausdruck oder Satz eingefügt. Das Sprechen des Englischen wird ebenfalls thematisiert. An anderer Stelle wird ein spanisches Lied auf Spanisch mit deutscher Übersetzung zitiert. Es finden sich einzelne spanische Worte. Mehrsprachigkeit ist in Mörikes Schlüsselbein demnach sowohl auf latenter als auch auf manifester Ebene präsent. Auch in Sogar Papageien überleben uns tauchen vereinzelt anderssprachige Wörter oder Ausdrücke auf. So etwa My German Vacation. Oft werden auch fremdsprachige, aber auch im Deutschen gebräuchliche Ausdrücke wie Belle Epoque von Siècle oder Running Gag benutzt. Kurze Wortwechsel werden auch manchmal in einer anderen Sprache wiedergegeben. Ja, Madame, merci, Madame, zum Beispiel. Ebenso finden sich Dialoge aus dem Fernsehen in englischer Sprache. Ein russisches Wort taucht in einem Zusammenhang auf, in dem ebenfalls die russisch-westlichen Verflechtungen thematisiert werden. Zitat: Ähnlich, meinte unverhofft Katharina, wie die Russen der Welt geglaubt haben, dass sie beim Trinken das Drowje schreien, was sie in Wirklichkeit nie tun und nie taten. Zitat Ende. Es werden auch anderssprachige Bezeichnungen verwendet, Zitat, aus dem Färberweid alias deutscher Indigo alias Isatis Tinctoria, Zitat Ende. Die russischen Entlehnungen aus dem Deutschen werden ebenso thematisiert, Zitat, wie heißt Fachwerk auf Russisch, will Manfred wissen. Auf Russisch heißt Fachwerk Fachwerk, sagen im Chor Anna und Nikolai, die mir gestern noch nicht glauben wollten, dass es kein anderes russisches Wort gibt, Zitat Ende. Es werden sogar kalligraphische Schriftzeichen abgedruckt, eingeführt in eine Szene, in der sie gemeinsam Fotos betrachten. Zitat: Fjodor sah in den Balkenfragmenten Buchstaben aus unbekannten Alphabeten, Teile einer alten europäischen Kalligraphie, die sich nicht mehr entziffern lässt. Zitat Ende. Mit dem zweisprachigen Werk von Olga Martynova
das darüber hinaus zahlreiche Verweise auf andere Sprachen, Literaturen und Kulturen enthält, werden Vorstellungen von der Einsprachigkeit der Literatur massiv in Frage gestellt. Davon zeugen nicht nur ihre zweisprachigen Gedichtbände, sondern auch die beiden hier vorgestellten Prosatexte. Zirkulation, Übersetzung und Verflechtung erscheinen im Spiegel von Martynovas Texten als grundlegend für Kultur und Literatur überhaupt. Sorbisch-deutsche Zweisprachigkeit, hybride Poetiken. Kurz vor Ende des Vortrags möchte ich noch auf die spezielle Lage von Minderheitenliteraturen eingehen, und zwar am Beispiel der sorbischen Literatur. Seit 1945 werden die meisten sorbischen Texte gleichzeitig auf Deutsch publiziert. Dadurch stellt sich nun die Frage nach ihrer doppelten Zugehörigkeit. Sie sind zugleich Teil der sorbischen und der deutschen Literatur. Durch die sprachliche Doppelung wird sowohl das Schreiben als auch das Lesen von sorbischen Texten zusätzlich in deutscher Sprache möglich. Kitu Lorenz stellt sich 1983 als sorbischer Schriftsteller dem Problem. Zitat: Gerade ihm stellt man und stellen sich ja die Sprachenfragen, welche von sorbischer, seiner eigenen Seite etwa lauten: Warum schreibst du jetzt auch Deutsch, da es doch noch einige tausend sorbischsprachige Leser gibt, da doch ein gutes sorbisches Buch einmal seinen Übersetzer finden wird, da die noch junge, unverbrauchte sorbische literatursprachliche Tradition in größeren Gattungen, dem Roman, eben erst deutlicheren Höhepunkten zustrebt. Und von deutscher, auch schon der eigenen Seite: Warum schreibst du überhaupt noch Sorbisch, da alle Sorben Deutsch können und der sorbischsprachige Teil mit den historischen und regionalen Varianten der schriftsorbischen Lese- und Übersetzungsnöte hat, da die meisten Sorben heute auch, vielleicht sogar vorwiegend, deutsche Literatur rezipieren, wie die meisten sorbischen Autoren sich auch an deutschen Mustern orientieren, gesonderte literarische Wertvorstellungen also wohl kaum noch ins Gewicht fallen, da es mithin Haarspalterei wäre, deutschsprachige Literatur von Sorben aus ethnischer Sicht sorbische, aus sprachlicher Sicht deutsche Literatur zu nennen. Zitat Ende. Neben Kitu Lorenz sind in Bezug auf die Etablierung der sorbischen Literatur als zweisprachige Literatur vor allem Juri Brirsan und Doroža Domastina zu nennen. Von Brirsan, der Deutsch und Sorbisch schrieb, liegen alle wichtigen Werke auf Sorbisch und auf Deutsch vor. Sie sind darüber hinaus in viele andere Sprachen übersetzt. Brirsan hat nicht immer beide Versionen selbst geschrieben. Einige wurden ins Sorbische übersetzt, einige wurden auf Band gesprochen und dann abgetippt. Roža Domastina ist nicht nur als Schriftstellerin äußerst produktiv, sie ist auch als Herausgeberin eine wichtige Figur. Bekannt ist sie vor allem für ihre deutsch-sorbisch-hybriden Wortschöpfungen und für ihre Experimente mit Mehrsprachigkeit. Bereits in den 1990er Jahren veröffentlichte sie das mehrsprachige Gedicht Wortall. Dieses ist nicht nur zwei-, sondern mehrsprachig. Es basiert auf der deutschen Sprache. Auch wenn die erste Zeile aus englischen Wörtern besteht, beginnen die meisten Zeilen mit einem deutschen Artikel. Es entsteht der Eindruck einer Übung, bei der es darum geht, die richtigen Entsprechungen einzusetzen. Wenn die Worte unterschiedlichen Sprachen entstammen, so etwa der Psovyazyk, eigentlich die Hundszunge, wird das Verhältnis von Artikel und Substantiv auf die Probe gestellt. Ist in einem solchen Fall das sorbische grammatische Geschlecht oder das der deutschen Entsprechung entscheidend? Durch das Nebeneinander von Wörtern aus anderen Sprachen und im Deutschen durchaus üblichen Fremdwörtern wird auch die Aufnahmefähigkeit der deutschen Sprache für andere Wörter deutlich gemacht. Ähnlich wird die Deklination gemischt, in der Zeile, Zitat, des Skatbruders Skotters, seine Sau, Zitat Ende, findet sich eine Genitivkonstruktion. Hier wird dem sorbischen Wort Skotter die deutsche Genitivendung S angefügt, statt den sorbischen Genitiv, nämlich Skotteria, zu benutzen. Domastina betont, dass sie in ihren deutschen Gedichten die sorbische Orthographie in Bezug auf die Groß- und Kleinschreibung nutzt. Die sorbische Sprache erscheint im Werk der Autorin immer auch als etwas, das durch Diskriminierung, Ablehnung und Zerstörung gefährdet ist. Dagegen setzt sie allerdings kein Pathos des Bewahrens,
sondern erfindet in ihren Texten eine Sprache, die an mehrere Sprachen bzw. Sprachvarietäten anknüpft. Seien dies Deutsch, Sorbisch, Umgangssprache, Fachsprachen, Verwendung von Fremdwörtern und so weiter. Sie begreift Grammatik und Orthographie nicht als Wettbewerb zur Normeinhaltung, sondern als Möglichkeit für Wortspiele und Sinnerzeugung. Schluss. Slawisch-deutsche Texte postkolonial. Die in meinem Vortrag besprochenen Texte beziehen sich auf Konstellationen, die auf die Komplexität von mehrfachen Zugehörigkeiten und transkulturellen Übersetzungsprozessen hinweisen. In allen Texten gibt es Momente der Dekonstruktion von Grenzen sprachlicher und kultureller Zugehörigkeit. In einigen Texten werden auch die Grenzen der Überschreitung, so ein Titel eines Buches von Stefanie Lavorano, deutlich, so etwa im Falle von Rassismus und Antisemitismus sowie bei der Diskriminierung aufgrund von Sprache. Alle behandelten Texte sind geprägt durch ihre Zugehörigkeit zu Europa, sie repräsentieren jedoch Positionen, die zugleich als Abseits, Außen oder anderes des europäischen Selbstverständnisses bzw. in den jeweiligen nationalstaatlichen Mehrheitsgesellschaften als minoritär wahrgenommen werden. Zum Teil werden sie bewusst als solche markiert und konstruiert, zum Teil ist die Differenzierung ein nicht unwesentlicher Bestandteil ihrer Selbstbeschreibungen. Die mehrfache oder wechselnde Zugehörigkeit zu Kulturen bzw. Staaten sowie die damit zusammenhängende Mehrsprachigkeit sind Positionen, die immer wieder neu verhandelt werden. In diesen Verhandlungen und Verortungen spiegeln sich die politischen und kulturellen Grenzen der jeweiligen Gesellschaft und Staaten. Postkoloniale Perspektiven werden in den literarischen Texten dort sichtbar, wo eine kritische Haltung eingenommen wird. Gegenüber impliziten und expliziten Machtverhältnissen auf politischer, ökonomischer, kultureller, linguistischer und sozialer Ebene, gegenüber Ausbeutungsverhältnissen, Othering und Marginalisierungsprozessen und gegenüber Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Postkoloniale Texte sind Texte, die solche Fragen thematisieren und ihre Komplexität mit den Mitteln der Literatur gestalten. Nicht notwendigerweise präsentieren sie Lösungsstrategien. Daher beschreiben sie oftmals auch keine dekolonialisierte Welt. Durch das Sichtbarmachen von Perspektiven jenseits von Machtpositionen tragen sie allerdings zu deren Destabilisierung bei. Die hier vorgestellten Texte thematisieren zudem eine spezifisch postkoloniale Mehrsprachigkeit. Anders als die kosmopolitisch-eurozentrische Mehrsprachigkeit, die sich wie in der klassischen Komparatistik und Weltliteratur auf die Sprachen Französisch, Deutsch und Englisch konzentriert, stehen hier verschiedene Sprachen im Mittelpunkt. Sie stehen im Gegensatz zu den drei genannten Sprachen keineswegs in einem symmetrischen Verhältnis zueinander, sondern sind geprägt von Asymmetrien, die auf ungleichen Machtverhältnissen und Ressourcen beruhen. Indem sie auf diese Asymmetrien hinweisen und mehrsprachige Welten mit multiplen Zugehörigkeiten sichtbar machen, beschreiben sie postkoloniale Konstellationen jenseits von hegemonialer Einsprachigkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Musik.